It's basically a formality at this point, but once again, you're totally correct! The Blackhand this time, the true killer who devised the whole stinking scheme was... Ta-da! Celestia Ludenberg! Or, more precisely, Taiko Yasuhiro! Honestly. I lost. Well, that sucks. Aber es ist schon erstaunlich, dass wir... Würde mich stinken, wenn ich du wär. Es ist schon erstaunlich, dass wir zwei Charakter haben, die, wenn auch bei der einen Person Vorname und bei der anderen Person Nachname, sich den Namen teilen. In Japan so ist es doch sowieso irgendwie so, dass die Namen an sich gar nichts auszusagen haben. Ja, und also, jede zweite Frau heißt wahrscheinlich sowieso Sakura gefühlt, wenn man nach... Nee, aber... Aber jeder Name kann sowohl männlich als auch weiblich sein, gefühlt. Mhm. Und jeder Vorname kann auch Nachname sein. Die haben überhaupt keine Struktur, was das ja, irgendwie angeht. Weird. I guess trying to work with someone else was a mistake after all. Ifumi's ineptitude was beyond all my calculations. I knew it. So you really did approach Ifumi with this plan? But how did you get him to agree? I can't imagine he would have happily agreed to commit murder. Doch. I'm sure he replied on she her... She relied. Oh. Alter, wie heftig kann man sich verlesen? I'm sure she relied on her speciality. Speciality. Specialty, ja. Wie komme ich... Speciality ist irgendwie komisch aus. Speciality. Lying. Sie kann gut liegen. Ja. Sie hat... Boah, das würde ich ja gerne sehen, wie gut sie liegen kann. Sie kann immer noch... Sie ist die Masterin im Liegestuhl machen. Genau. Diese die Pose, die du erfunden hast. Die Nein. klappt nicht nach drei Liegestühlen zusammen. Ja. My speciality. Specialty. Wieso will ich das immer so aussprechen? Das ist so... Ja. My specialty. Don't make me laugh. I didn't have to lie to get him to agree. So then. Then did you use... You know? Ja, alter Ego. I knew you'd figure it out. Kyoko. You're absolutely right. To get Ifumi to act as my accomplice. Wenn sie es wusste, dann... Warum hat sie es dann gemacht? I used her. Wäre Ifumi jetzt noch da, würde er diese Worte nehmen und da sich irgendeinen Kontext raus interpretieren. For everyone who's still left, I'll avoid mentioning it by name, but it was the one thing Ifumi and Taka were both super into. Does she mean... Is she talking about alter ego? Zum Glück sagt er das jetzt nicht laut. Say what? What? What, what, what? What are you talking about? Just a second. Don't interrupt. We're in the middle of a very important conversation here. Sagt sie dem Mastermind. I'm totally out of the loop as usual. How sad. In other words. Then you're the one that stole it. Indeed. That's right. I see. Wie ich ihre Stimme automatisch höher mache, damit man sie unterscheiden kann. Musst du ja jetzt nicht mehr. Die eine wird ja jetzt exekutiert. Yeah. And you used it to drag Ifumi into the plan you'd come up with. Right again. Last night, after we had our meeting about how I disappeared, I paid Ifumi... How it disappeared, I paid Ifumi a little visit. Actually, I was hoping I could talk to you, alone. It is about what was stolen. I know who did it. What? Hat er schon gesagt. Are you okay with this? It was Taka. He stole it. What? So then... And I have proof. Would you like to see it? As it turned out,
I'd found a use for the digital camera. I'd taken you know what to Taka's room earlier and took pictures of it there. I deleted the picture as soon as I'd shown it to Hifumi, of course. Damnation! Master, it was him! But how did he do it? She was supposed to yell if either of us got close to her. You are correct, which is why Taka forced me to steal it. Say what? As for me... Please forgive me. He was... He threatened me. Oh, He did? As for me... He came to my room last night, unannounced, and then... It's hard for me to even say... He... abused me. What? And then he came again. Yeah. And he took pictures. He said if I did not do as he asked, he would show them to everyone. Wäre das nicht sehr dumm, wenn er das täte? Warum? Ja, weil er sich mit diesen Bildern doch selber auch so... Er ist ja nicht selber drauf. Ja gut, aber... Ich meine, stell dir vor, da kommt jemand... Aber sie appealt doch jetzt einfach nur an seinen White Knight Instinct. Ja, ich weiß. An seinen Nice Guy. Sie hat ja doch gelogen. Sie meinte, nee, ich hab nicht gelogen, aber hat sie ja doch, sie hat ihn doch von vorne bis hinten die ganze Zeit belogen hier. Wann meinte sie denn, dass sie nicht gelogen hätte? Ja, also... Bakula meinte doch, sie hätte ihre Spezialität Lügen benutzen. Meinte sie, nee, das brauchte ich gar nicht erst. Und jetzt lügt sie die ganze Zeit wie gedruckt. Stimmt, ne? So, I had no choice. Damnation! That's a crime, an absolute crime! I knew he'd gone a little crazy, but... Say what? I never imagined he would go that far. Heißt es, warte mal, sie hat ja Bilder gemacht in dem Raum von Taka. Mhm. Von sich selbst? Hat sie die Hifumi gezeigt? Da hätte Hifumi sich ja fast direkt wieder verliebt bestimmt, weil war ja 2D dann, ne? Ja. Und die Most Excellent Form auf 2D, wie er betont hat sogar, ne? Naja, weiß ich nicht. Ja. Most Excellent Form of 2D ist ja ein Computerprogramm. Ja, ich glaube, es geht ihm nur darum, dass es keine echten Menschen sind, die echten Geschlechtsverkehr haben. It was amazing how completely he bought it. I can't express how enjoyable that was. I'm about to say something I've never said before in my life. I'm going to kill him. I'm going to fucking kill him. Most unfortunate. Wait, please. If you go now, you will be playing right into his hands. Actually, Taka is planning to use her to escape. And he has made you his target. What? Escape? You don't mean... Taka is going to try to kill you. What? Indeed. And all so he can keep her to himself. The bastard. Unforgivable. Bastard. Honestly. Can we allow him to continue with these barbaric acts? Absolutely not. How could I? She. I swear I will save her. Ja, im Grunde hat er das gesagt. A keyboard! Then would you like to join with me? It just so happens I have come up with a plan. Ja, der ist mir zufällig gerade in diesem Moment eingefallen. Das ist gar nicht suspicious. Also, theoretisch würdest du ja schon von so einem Opfer von Abuse und so erwarten, dass die Person erstmal komplett gebrochen ist psychisch und nicht irgendwelche Rachepläne schmiedet.
Doch, Rache schon, aber... Ja gut, Rachepläne, aber... Aber nicht irgendwie, ja, ich habe zufällig mir eine genaue Strategie ausgestellt, wie wir es ihm heimzahlen. Ja. I have devised a way to reclaim what he has stolen and escape this dreadful school. Aber wo ist denn alter Ego dann jetzt? Vielleicht sagt sie uns das gleich, aber sie kann uns das ja eigentlich nicht sagen, wenn Monokuma da ist. And with that, it is complete. Hey, what are you talking about? Oh, nothing. Das war ein Selbstgespräch, wie sie sich selbst auf die Schulter geklopft hat, ne? So, es klappt alles. So was würde ich nie tun. Genau nach Plan. So klingt sie wahrscheinlich in ihren Gedanken. Ich würde nie mich selbst loben. Yofumi agreed without a second thought. Zeigen meine Videos, dass ich das nie tun werde. The effect that the item had on him was remarkable. The power of love. Even a love as twisted as that can still drive people mad, it would seem. You disgust me. I see. Ja, er würde niemals die Gutgläubigkeit von Menschen ausnutzen. Er glaubt doch selber an das, was er da sagt. Er ist doch selbst so gutgläubig. Ja, gut. Und er denkt, das, was er macht, ist gut. I have another question for you. Was that strange costume Hifumi's creation? Natürlich. Indeed. Yeah, it was a real pain in the butt too. Da sollte sie sich das auch nicht einführen eigentlich. Ja. Dafür war das nicht da. All I asked him to do was make something to hide the face and general body size. Ja, dann ist er abgenerdet. I had no idea he'd make something like that, but it's my fault for picking him in the first place. Ja, aber wen hättest du dir sonst... Ja gut, sie hätte Taka nehmen können, ne? Das wäre wahrscheinlich sogar echt klüger gewesen. Weiß ich nicht, Taka wäre nicht dumm genug gewesen, glaube ich. Ja, weiß ich nicht, er hat ja die Mondo-Persönlichkeit in sich aufgenommen. Vielleicht. Ja, trotzdem ist er, glaube ich, nicht dumm genug. So dumm wie Hifumi kannst du nicht sein. Ey, man durchschaut das doch von Anfang an. Sie hätte Kiffer nehmen können. Aber den hätte sie nicht so leicht aufstacheln können. But so, why did you decide to make me the suspect? Because you're stupid. Ja, mehr brauchst du eigentlich nicht. That's it? Ja, er kann sich halt nicht selber gut rausreden. Ja. Let's see. And in that regard, I made the right choice. I'm so glad your stupidity surpassed my every expectation. Life must have been tough on your parents, though. I feel like I could cry. Well. But when you were explaining your plan to Hifumi, how did you explain the part about him playing dead? What she's asking is, what was Hifumi supposed to do after that, assuming you had actually let him live? Yeah. Are you okay with this? That's simple. After he did his part and pretended to be dead, once someone showed up, I told him to say he'd been seriously wounded. He was on the verge of death, but he just barely held on. And he really believed that? Well, of course, that wasn't all there was to it. As I explained it to Hifumi, the plan was... While you were all questioning him about what had happened to him, I was going to murder someone else. Ja, vor allem, weil ihm muss doch klar sein, also Hifumi hätte ja klar sein müssen, wenn er jetzt einfach nur jemanden tötet, selbst wenn er dabei davonkommt, bringt er ja alle anderen mit um. I was going to murder someone else. Aber wen? Vielleicht wollte sie sagen, dass sie Hifumi tötet, aber sie hatte ja kein Motiv. At that point, Hifumi would have an alibi, so nobody could doubt him. I told him that, and he believed it.
Hä? Mhm. Ich raff das gerade gar nicht. Hm. It all seems very straightforward, stereotypical. I just matched the light to the level of the opponent. In fact, Ifumi ate it up. Ifumi ate it up. He believed the lie wholeheartedly. Hattest du gerade Probleme damit, ihren Satz zu lesen? Ich habe bei Hifumi manchen Wörtern in einem Wort gelesen. Ja, das hat mich gerade so verwirrt. Das stand so nah aneinander dran. Ja, irgendwie das sah komisch aus. Das war die Ultimate Hifumiation. Right up until the moment of his death. So in the end. So you had planned to kill him all along. But of course. There would have been no point to my plan if the one who pretended to be dead did not end up dead himself. What the heck? How can human life mean so little to you? Ja, ihr eigenes Leben ist ihr schon sehr wichtig, offenbar. Well, that's a non-issue. I simply did everything in my power to win. Don't be mean! Now you sound like Bakula! I wonder about that. No, he derives his pleasure from the thrill of the hunt. In that aspect, we are nothing alike. Why? Then, what made you take things this far? What the heck? Was it really just for money? Are you talking about the $10 million Monokuma offered us? That is a lot of money, it's true. But that's not all there is to it. From the moment our new life here began, my only thought has been escape. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Sie sagt die ganze Zeit, oh, wir haben's hier doch so toll, ist doch ganz angenehm. Gewöhnt euch doch hier dran, damit man sie nicht verdächtigt, damit man ihre wahren Intentionen halt nicht erkennen kann. Ja. But... All along you've been saying how we have to accept living here. Ja eben, das war alles strategisch von Anfang an. Er ist halt einfach dumm. Das hat sie doch schon gesagt. Bitch. Obviously that was a lie. Ja, das zeigt dann wieder, dass sie recht hatte, was seine, was ihre Einschätzung ihm bezüglich anging. Hey! I couldn't take it. I hated it from day one. More than anyone else in here. You little bitch. I wanted to get out. Every day was fresh torture. And do you want to know why? Huh? This is fine. Because I had a dream. And accepting a life here would have meant nothing less than giving up on my dream forever. Honestly. And there was no way that I could ever do that. In the underground world of gambling, I risked my life to make a metaphorical killing. As for me... And it was all for that dream. Ja, was ist denn ihr Traum? And what was this dream of yours? Isn't it wonderful? To live in an European castle. A castle? Together handsome men from all over the world to serve as my butlers / bodyguards. Und eventuell noch mehr. Also butlers / bodyguards plus würde ich jetzt hier mal vermuten. Ich gucke gerade, ob irgendeiner davon Byakuya ist. Das wär's gewesen, ne? I was going to make them dress up like vampires and satisfy my every need. Ja, definitiv mit einem Plus da dran. Once I obtained that, I would have created a perfectly aesthetic world of decadence. Also sie will einfach nur ihr Leben chillen. Und den größten Luxus haben, der möglich ist. In ihrer Vorstellung. Ja, sie will ein Harem einfach. Ja. Ein Vampir-Harem. Also, das würde sich Toko bestimmt auch schön vorstellen, irgendwie. This is fine. Living the rest of my life there was my only dream. My only goal. That's
what life is all about. Ich weiß ja nicht. Sind ihre Haare da anders auf dem Bild? Hat sie diese... Ich glaube, sie hat so Rosen drauf. Ja, aber wo sind ihre Bohrmaschinen? Ja, gute Frage. Die braucht sie dann nicht mehr. Sie hat andere, die das Bohren für sie übernehmen. Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Scheiße, jetzt muss ich die Stimme erstmal wieder hinkriegen. Combined with my own winnings, Monokuma's $10 million would have made that dream a reality. I got right to the edge, but... Ja, ist immer blöd, wenn man so kurz davor... Oh Gott. Unfortunately, my dream has been scattered to the wind. Ja, danke, Monokuma. Still, I don't have any regrets. Ich meine, danke, Makoto. Danke, ja, dass du diesen Traum zerstört hast. I pursued my dream till the very end, so why would I? Just the worst. You sound so passionate, but you were really able to kill your own friends for it? Freunde. Oh. Are you asking me to feel guilty? That's a pointless endeavor. Also ein Endeavor. Oder a pointless endeavor. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, sie hat offensichtlich keine Empathie. Meinst du, sie sind Psychopathin? Ja. Ich meine, gut, dass du hier irgendwo irgendwann killst. Irgendwo wird man ja dazu getrieben. Irgendwo verständlich. Aber, ne? Allein, dass sie diesen Traum hat, ist doch schon irgendwie... Und dafür halt auch über Leichen gehen wollen würde. Und dass ihre, also... Wenn jetzt nur ihre Priorität gewesen wäre, da wegzukommen. Aber ihre Priorität ist ja gewesen, explizit diesen Traum zu erfüllen. Ja. Ein Harem zu haben. I think nothing of sacrificing others for my own end. I feel nothing. Do you understand? That's all there is to me. That's what makes me complete. Isn't it terrifying how different our values are? There's simply no room for understanding. What is this? That's what we should be saying. And plus, how can you be so calm? Don't you realize you're about to die? Ja, sie fühlt ja nichts. Was? Sie hat doch gesagt, sie fühlt nichts. Also, deshalb ist sie so calm. Weil sie jetzt auch das Nichts erwartet. Für sie macht es keinen Unterschied. Why aren't you scared? Ich glaube aber, physisch fühlt die schon was. Ja gut. Sonst würde sie ja auch kein Harem brauchen. Ja genau. Aber sie qualvoll umzubringen, würde sie wahrscheinlich schon fühlen. My ability to lie is unrivaled and I take pride in that. Also lügt sie nur nicht zu fühlen. It's not just other people. I can even fool my own emotions. The conscious deceives the unconscious. And that's why you're not scared? Yes, indeed. That's right. I don't fear death. Kill me however you like. But you know, if I could be reincarnated, if I had a choice, then... Isn't it wonderful? I think I would like to come back as Marie Antoinette. Antoinette. Ja, ich hatte gerade irgendwie Angst, dass ich das falsch ausspreche. Hey, you just get executed again. Vielleicht, weil ihr exekutiert werden Spaß macht. Vielleicht, weil sie dann... Also, im Grunde wollte sie sagen, sie würde alles nochmal genauso machen. Sie würde nur ihre Brillen von Anfang an bei Vielmann kaufen, ne? Oder wie ging der Werbespruch? War das eine Werbung mit dem in die Vergangenheit reisen irgendwie? Nee, aber mit dem, wenn du alles nochmal genauso machen könntest. And when she did, it looked to me like a... Habe ich das vorgelesen, was Makoto eben... She smiled. Ah ja, okay. And when she did, it looked to me like a poor effort to force it. Ja, es ist nur... Sie versucht immer noch so ein bisschen die Fassade aufrechtzuerhalten.
She claimed she could fool her own feelings. But that statement itself must have been her final lie. And that weak, fake smile is what betrayed her. Thrills, chills, kills! You all done? Okay, then let's get rolling! The Black and Disrupt the Peace and must pay the price! Now then, I've prepared a very special punishment! For her, the ultimate gambler! Let's give it everything we've got! It's punishment time! I guess I'll let Kyoko hold on to this. What? This is... Will it really give you the hope you're looking for? I can't say I ever saw it that way. Warte mal. Hat sie einfach nur den Laptop in eins der anderen Schließfächer im selben Raum gepackt? Ja, scheinbar. Wie dumm sind die eigentlich alle? Naja, die konnten ja nicht suchen, weil sie hatte ja den Schlüssel. Ja... Also hätte doch auffallen müssen, dass der einzige Schlüssel, der bei den Lockers fehlt... Ich weiß nicht. Die anderen sind ja nicht abgeschlossen, die anderen Locker, wenn sie nicht benutzt werden. Oder, keine Ahnung. Aber ja, ist schon irgendwie seltsam. Was wollte ich jetzt? Weitermachen vielleicht. Which is why... Actually, it's not important. Well then, take care, everyone. Ach so, sie hat nie geglaubt, dass sie rauskommt und deshalb hat sie gedacht, dass sie das machen muss. Weil hätte sie das als Option gesehen, hätte sie das vielleicht mit dem Mord gar nicht gemacht. Perhaps we'll meet again. In another life. Also hat sie doch Regrets. Wie gesagt, sie verarscht sich auch selbst. Da ist doch ihr Castle. Ja, aber ihr Haaren sieht etwas anders aus. The Burning of the Versailles Witch. Witch. Da hat sie doch jetzt, sie wollte doch Marie Antoinette sein. Was? Hat sie ihre schönen Beine gerade bewundert? Ja, die Kamerafahrt einfach. Oh Gott. Ja, es war doch ihr Traum, so zu sterben, oder? Deswegen musste er natürlich jetzt nochmal als Feuerwehrmann, musste er sie jetzt überfahren, damit sie nicht so stirbt, wie sie es sich gedacht hat. Also ich habe mir ihre Sequenz halt echt anders vorgestellt. Also ich hätte so echt gedacht, dass es irgendwas in Gambling-Richtung ist. It's over. The third execution is over. Celeste's death is over. Naja, aber es ist halt so ein Troll, ne? Sie wollte das mit diesem Märchenschloss und alles und dann wird sie von einem Feuerwehrauto überfahren. Auch wieder so right before the edge, so, ne? Oder right on the edge vielmehr. Celeste killed my friends. So I can't pity her, but... Ja, Friends. Ja gut, Taka waren wir schon. Fumi haben wir auch mal Freizeit. Ja, mit dem haben wir sogar mal Freizeit verbracht. Der hat uns Handywork beigebracht. Außerdem hat Celeste nicht beide getötet. Hifumi Stimmt. hat Taka getötet. Naja, indirekt hat sie schon beide getötet. I also can't deny that at one point I considered her a friend too.
Ja, sie war zumindest ein nützlicher Ally, sagen wir es mal so. And for him to just come along and... Isn't it just awful? Someone couldn't cut free of their regrets from the outside world, and some more people had to die. Extreme! You guys are still young! You need to place more value on your lives! Und es ist echt jedes Mal so. Jedes Mal hängt es damit zusammen, dass sie irgendwas von ihrem Leben außerhalb der Schule irgendwie nicht vergessen können. What are you gonna do? Jeez, and here I thought you guys were gonna pass the torch of hope to the next generation. Wobei, da fällt mir ein außer Leon, aber Leon, das war ja ein bisschen was anderes. Naja, aber da war es Sayaka, die es probiert hat. Ja. What do I care about hope? I'll throw it in the trash if you just let me out of here. Too bad. You're all the embodiment of hope, whether you like it or not. And it's my destiny to knock you down one by one. It's sad, yes it is, but that reality just can't be avoided. Don't talk like you're not responsible. How long are you gonna make us keep going through this? What do you want from us? How strange. God, I'm so sick of people asking me that. Give it a rest already. So, anyway. Kyoko, did I see you get some kind of key-type object from Celeste? Hey, hey! So, what's the deal with that? Wah-wah? Huh? What's the matter? So then... I'll answer your question, if you answer mine. You... What did you do? What did you do to me? Who? What? Hey. Answer me. What did you do to my body? Ooh, how exciting. What? Tja, da gab's auch noch eine kleine Affäre. Wow, oh man, oh jeez. Oh man, oh jeez. What do you mean? What did I do? I have no idea. I don't know anything about it. Das ist jetzt interessant, auf jeden Fall. What was that just now? Ist das gar nicht der Körper von der Person? Also, wurde da ein anderes Bewusstsein in diesen Körper gesteckt? The Mastermind did something to Kyoko's body? What does that mean? Hello. Okay, things are getting kinda awkward. I think it's about time I got out of here. So kannst du ihn auch loswerden. Well? Meanwhile, you guys can go on enjoying your school life. Meint sie vielleicht, weil sie nur ein Pappaufsteller ist? Ist ihr das als einziges aufgefallen? Sie hat halt den Durchblick, alle anderen nicht. Das wollte ich gar nicht drücken. If you get lonely, give me a shout. Not that I'll do anything about it, of course. See ya. Woohoo, see ya. Monokuma disappeared, leaving us all depressed and in despair. In despair? Although it wasn't all despair, there was one small hope. Hey Kyoko, Monokuma already mentioned it, but... What's that key that Celeste gave you? So... Most likely, it's the key to one of the dressing room lockers. Huh? What? Then that means... Ja, das meint, wir können jetzt die ganzen schönen Dressings uns gönnen. Ja. Yay, Hoffnung. Celeste probably hid it in there. Hey. I suppose sometimes it's easiest to miss what's right beneath your nose. Well then, we'd better go check. Indeed. Good idea. We'd better go checkmate.
We left the courtroom and rushed to the dressing room. Sag mal, wie viele Leute hast du jetzt eigentlich noch, die du redest, abgesehen vom Kiffer? Monokuma? Ja, okay. Alter Ego? Stimmt, den gibt's ja auch noch. Und bei dir sind auch zwei Leute gerade gestorben. Stimmt, bei mir sind jetzt zwei gestorben. Taka und Celeste. Das hat sich jetzt ein bisschen mehr ausgeglichen. Ja, und bei mir ist nur Hifumi gestorben dieses Mal. As we approached the dressing room, Kyoko looked back at us and said, Hey, I'm going to go alone from here. Everyone else head to the dining hall. I'll check in with you later. Ey, diese Alleingänge. Ja. Und sie war ja schon also bei diesem ganzen Fall war sie ja alleine. Ja, und sie hat was anderes untersucht. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie für Monokuma arbeitet. Weil da... Naja, sie hat eben eine Frage gestellt. Sie hat scheinbar was rausgefunden. Ja. Unter anderem, was hat er mit ihrem Körper gemacht? Was ich mich jetzt halt frage, ist, meint sie damit jetzt einfach nur ihren Körper speziell? Oder ist es mit allen so? Also, ne? Ist das was Monokuma mit allen gemacht hat? Und sie hat das halt nur aus ihrer Perspektive gefragt und deshalb My Buddy gemeint. Jetzt eine Frage, die kannten sich vorher nicht und sind alle hier aufgewacht. Ja. Vielleicht fällt es ihr auch nur bei sich selbst auf. Weil sie gar nicht weiß, wie die anderen ausgesehen haben, bevor Monokuma was mit ihrem Körper gemacht hat und ob Monokuma überhaupt was mit ihrem Körper gemacht hat. What? Why exactly are you going? Damit niemand wieder sowas abziehen kann, wie Celeste zum Beispiel. So. Do you even have to ask? As she spoke, she glanced quickly at the surveillance camera. Come on. That's not what I mean. Why you? There's still the risk of a spy, you know? Then I'll go too. Ooh. What? You? Wir gehen zu zweit ins Bad. Please, let me go. Das ist echt ein bisschen weird. Vor allem, weil sie vorher doch erzählt haben, dass sie... Vielleicht kommen sie sich Boys ein bisschen näher. Standing here arguing is just going to draw more attention to us. Goodbye. Do whatever you want. Thank you, Count Bakula. Bakula. Well then. Then it's up to you now. Yo. I'm going to the dining hall. Okay. So Makoto and Kyoko are gonna go together. Da hat sie jetzt Kopfkino. Ist interessant, ist interessant. Does that mean what I think it means? Nein, ich glaube nicht. Keine Ahnung, wir wissen es noch nicht so ganz. Wir wissen noch nicht 100% wo wir mit Kyoko stehen. Sie hat bisher nur einmal geblasht, also... Okay. Good luck, Makoto. Girls like her are total pushovers when you show a little backbone. Ja. Hat sie da Erfahrung mit? I tried to forget what Hina said. Everyone headed to the dining hall, leaving me and Kyoko there alone. Ja, ich habe generell das Gefühl, die Story entwickelt sich generell mehr um Kyoko und Makoto. Also wäre zumindest so eher meine Vermutung. Vergiss nicht Hiro. Oh ja, stimmt. Weil die haben die gleichen... Die Mutter derer Kinder ist die gleiche Frau. Ach ja, oh Gott. Hast du das etwa schon vergessen, dass er das dir vorhergesagt hat? Ja, aber er sagte 20% Wahrscheinlichkeit, dass es... Nee, 20%, ein Fünftel. Ja, 20%. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist 20%. Und er konnte dir nochmal eine extra Reading machen, ob diese Reading korrekt ist, nochmal mit 20% Wahrscheinlichkeit. Well, shall we? Yeah. Yeah, baby, yeah. Dass sie auch nichts dagegen hat. Erst wollte sie doch alleine und jetzt? We need to get into that locker.
Kyoko took the... Passen die da beide rein? Ja, und die Überwachungskameras sind sie doch schon losgeworden, also, ne? Kyoko took the key Celeste had given her and unlocked the locker. And as the locker swung open, we saw... Monokuma. You really came! Good morning! It's been a while, hasn't it? It's safe, thank goodness. I'd never heard Kyoko sound so relieved. It was like she was speaking from the bottom of her heart. I did just what Celeste asked. I didn't say a word. I stayed quiet the entire time. Hmm. So. Oh, and... I think I might be able to open the last set of files soon. Maybe as early as tomorrow. I'm doing my best, so please wait just a while longer. So, now we can officially say the case is closed. As far as this incident is concerned, sure, but... Can we take a second? Since we have this opportunity, I want you to be honest with me. Jetzt kommt's mit ihren Feelings. Kyoko, please tell me. What are you trying to do all on your own here at the school? You... Is that why you wanted to come here with me? However... Regardless, that's not something you need to know right now. I don't need to know? That just makes me even more worried. What? Worried? Like what happened during the investigation this time? You disappeared and we didn't see you again. Without warning, without explanation. When you do that... Indeed. It's only natural that they think I am the mastermind spy, right? And you too. No! Nein, jetzt ist... Er ist nur... Macht sich nur Sorgen, dass ihr was passieren könnte. Und da ist sie voll gerührt. Dass Monokuma was mit ihrem Körper gemacht hat. I believe in you. What? You believe in me? Isn't it obvious? People believe in their friends, right? That's why I want to tell... why I want you to tell me. Ja, er betrachtet sie als Freund. Als Waifu. And I want you to believe in me too. Because we're friends. Friendship rettet mal wieder den Tag. Oder auch nicht. I understand. It's true. Then maybe I can believe in you. Just a little bit more. Then... That's fine. Fine, I'll tell you. I'll tell you why I've been disappearing and where I've been going. You see... Und jetzt werden wir unterbrochen. Ja, ja. Jetzt ist das Kapitel zu Ende. Ach so, okay. What I heard from Kyoko then was... Well, frankly, it kind of blew my mind. Right after I told Kyoko I believe in her, she told me a story that was, well... Almost unbelievable. I decided I have to confirm what she told me with my own two eyes. So I waited for nighttime to come. And when it did, I went into action. With her? Correct. The boys' bathroom on the second floor doesn't have a surveillance camera or monitor in it. And the storage closet there, way in the back. She said it was way in the back of the boys' bathroom storage closet, but could Kyoko really be right about this? Sie muss dann ja da drin gewesen sein. Ja. Die hat sich halt umgeguckt. Ey, es beschwert sich doch keiner, wenn eine Frau aufs Männerklo geht. Ja. Nur andersrum, dann ist es plötzlich sexuelle Belästigung. Es hieß, ganz hinten sollst du. Ganz hinten, ne? It's just a normal storage closet, as far as I can tell. The secret Kyoko told me about, could it really be hidden there? Hidden here? She said it was way in the back of the storage closet. Ja, guck dir das nochmal an. I mean, seriously? Die Linien sehen da doch komisch aus.
Ja, das ist wohl so ein geheimer Durchgang, ne? Without thinking, I placed my hand on the back of the storage closet. And suddenly, as if I were being yanked in. Gashunk. At the same time as I heard that sound, I fell through the wall. I had no idea what was going on. I had fallen through the back of the storage closet. Huh? Huh? It turned out the back wall was like a revolving door, and I made my way to the other side. Just like Yoko had said. Correct. In the boys' bathroom in the second floor. Alter, das musst du nicht wiederholen. Also, das hat sie doch. Das okay. Ich hab grad gedacht, da kommt was Neues noch. So, this is the secret room. But what's in here? Vielleicht ist das ja ein Raum von Monokuma, den Monokuma nur nutzt. Also wir können nur zwei Sachen untersuchen. Den Stuhl, der ist interessant. It's just a normal desk with normal drawers. Du hast den Stuhl angeklickt, nicht den Desk. Der Stuhl ist doch das, was wichtig ist, nicht der Desk. There's a bunch of files and what look like volume after volume of yearbooks. They're all covered in dust. Looking at everything, one file at the edge of the bookshelf caught my eye. Hope's Peak Academy Student Registry? This is the only thing in here not covered in dust. Has someone been looking at it recently? Ja, womöglich Kyoko. I slipped the file into my hand. But before I had the chance to take a look at it, a slip of paper fell out of the file and I turned my attention to it. What's this? You must not leave, aha. You must not leave. That's kind of weird. I could understand if it said, like, I can't leave, but you must not leave? Vielleicht ein Hinweis von jemand anderem, der schon mal auf dieser Akademie war. Vielleicht ein Tipp an uns? Dass du die nicht verlassen darfst. What is this? My head feels funny. This strange sensation. Ist es das, was Kyoko meinte? It's like déjà vu. Those strange words. Sensation. You must Kyoko. Not leave. I've seen them somewhere before, but I can't quite remember. What do I know? What don't I know? I. What? A strange sound rang out my through my head. It felt like it was shaking my brain back and forth. And then darkness. I don't understand what's happening. I don't know what started it. It's all over. And with that I opened my eyes. I didn't know how long it had been. Gah. Ow. Tja. Apparently something hit me and I lost consciousness. Die Files sind alle weg. Ich schätze mal, das war entweder der eine Student oder der Spy von Monokuma. That's all I understood. The dull throbbing pain in my head proved that much at least. Ja, wir hatten ja auch das Dingens. Das Foto, was uns auch abgenommen wurde, was ja auch ein wichtiger Hinweis wahrscheinlich war. Also immer, wenn wir mal eine Spur haben, verschwindet die sofort. Mhm. An empty bookshelf. Huh? Empty? Gone. It's all gone. The yearbooks, the student registry and even the note that had fallen on the floor. It's all gone? What does this mean? My brain refused to do any more work. The insistent pain in my head began to spread across the rest of my body. For now,
I should go back to my room. Get some rest. Ja, machen wir dann auch gleich. Ne? Etwas rest getten. My body was heavy with pain, my mind heavy with thought. I dragged myself back toward my room. Aber es ist ja noch Nighttime, ne? Somehow I made it back to the first floor of the school. Da steht Time Unknown. Stimmt, wir wissen ja nicht, wie lange wir bewusstlos waren, ne? The farther... Ich hab erst der Vater gelesen. The farther I walked, the more I felt... Things are getting blurry. I can't see in front of me. Ist es das, was Kyoko meinte mit ihrem Body, was passiert ist vielleicht? Hat sie vielleicht dasselbe durchgemacht? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. I couldn't stop myself from collapsing right there. And after that... Und jetzt spielen wir als Hina und müssen Makotos Mord aufklären. Nee. Als ob der Hauptcharakter einfach stirbt. As if from a vast distance, I heard a sound. It was faint, but undeniable. Was ist das? That sound. It's coming from the gym? Ist das Sakura am Trainieren? As I desperately hauled my shaky frame toward the gym, the sound got stronger and stronger. What's going on? It can't be nothing. Here in the gym? Tja, dann geh mal durch zur Gym. I didn't make a sound as I opened the door to the gym. The sounds coming from inside meanwhile only intensified that much more. Ja, das ist wie Ton funktioniert. Tolle Worte. What? Before me there raged a battle beyond anything humanly possible. What the fuck? No, one side's not human, that's for sure, but... Der andere ist Monokuma. I couldn't stop staring. One side's not human, that's for sure, und der andere ist Monokuma. I forgot to move or even breathe. Why, you? What do you think you're doing? I asked you a question. What's the meaning of this? How dare you defy me? This wasn't part of the deal! Okay. The deal? I've made a decision. I will no longer retreat. No longer compromise. No longer regret. I've made my decision. I'm going to resist you. Okay. You do realize what will happen if you go through with this, right? Okay, ich habe gerade die Vermutung, dass sie der Spy war und dass sie aber jetzt eine emotionale Bindung zu Hina aufgebaut hat, auf freundschaftlicher oder was auch immer von der Ebene, und dadurch jetzt einen Sinneswandel hat. You haven't forgotten, have you? What I'm holding hostage? What am I looking at? What am I hearing? A hostage? Then could it be the mastermind spy is... Inspiration Lens Stentor Galactic Hero. The end. Huh. Sieben surviving students. Du hast den Roboteranzug bekommen. Yay. Den können wir bestimmt Hiro schenken. Der findet den bestimmt richtig toll. Der passt ja nur ihm. Und der wird auch sicher keine... Der wird auch sicher keine...
unschönen Erinnerungen beinhalten für ihn. Was hast du gerade gespeichert oder nur das Speichern beendet? Ich habe X gedrückt für Speichern. Ich habe einen Save weiter unten gespeichert. Auf jeden Fall. Du hast auch wirklich gespeichert, weil es geht jetzt einfach weiter. Ja. Oder hast du denn, bist du aus dem Speichermenü danach wieder rausgegangen? Ich hab X gedrückt einfach nur. Okay. Vielleicht ist das gerade so ein Übergang fürs nächste Chapter? Ja, toll. Leon killed Sayaka. Monokuma killed Junko. Then Leon got executed. Then Mondo killed Chihiro. And then he got executed. Hifumi killed Taka. Then Celeste killed Hifumi. Then she got executed. And that brings us up to now. The next morning in the dining hall, the day after Celeste's case. Leute, wir wollen doch jetzt saven. Oder sollen wir einfach hier einen Cut setzen? Und dann jetzt mal jetzt hier mittendrin in der Szene oder was? Ja, keine Ahnung. Also. Ja, dann machen wir noch so lange, bis wir wieder frei sind. So, now there's only 5 of us here. Ja, weil die beiden, die uns nerven, nicht da sind. Only a third of the number of people we started with. Das hat er im Kopf ausgerechnet. Tja, seine Mathematik kann er ja. Die 20% hat er ja auch wahrscheinlich auch irgendwo her. Ja, und seine 2000. Loneliness has become commonplace. That's true. Er weiß jetzt nicht mehr, wie er zu ihr stehen soll. Still. What did I see yesterday? I don't understand. Sakura is the mastermind's spy? Can that really be true? Makoto, are you okay? Ja, er starrt sie wahrscheinlich gerade so richtig auffällig an, ne? No, I'm fine. I can't bring it up in front of the others. If I did that, it would just confuse everyone that much more. Ihr fällt das auf. Mhm. Sie ist eifersüchtig. Weil du jetzt Sakura so anstarrst. Und ich sag ja, Sakura wird noch deine Waifu. Oh Gott. In that case, let's eat till we pass out. Huh? Ja, sie muss ja immer gleich... What do you mean in that case? Because, I mean... Well, because look how scary everyone looks. It's gotta be because you're all fighting on empty stomachs, right? Nee. Oder meint sie das gerade metaphorisch? Nee, meint sie nicht, okay. If you fill your belly, I'm sure you'll all cheer up. So, let's eat. Ja, du isst deine Donuts jetzt wahrscheinlich, ne? Weil bei dir funktioniert das mit den Donuts. Aber wir anderen sind vielleicht nicht so schnell wieder... Let's fry up some fish and donuts and eat till we can't stand up. Ja, ich hab's gesagt. Ja, aber Fisch und Donuts, was ist das denn für eine Kombination? Vielleicht meinst du nur beides, aber nicht in Kombination miteinander. Das sondern klingt ja mega ekelhaft. Ja. Sie macht einfach bei allem Donuts mit dabei. It's like a Deep Impact style Meteor Impact Extinction Level Event Combination of Foods. Also ja. Geht's doch um die Kombination. Oh Gott. What? Those are both breakfast time top sellers. Ja, aber nicht in Kombination miteinander. Still, the till we can't stand up part is a problem. Es gibt auch Sachen, after we're done, we need to go explore. Es gibt halt auch einfach Sachen, die schmecken gut. Also wo du sagst, das eine schmeckt gut. Und das andere schmeckt gut, aber wenn du es zusammenpackst, schmeckt's scheiße. Ja. Gibt's halt. I see. That's right. Since the class trial is over, new areas should have opened up. Zum Beispiel Schokolade und Minze.
Hm, finde ich auch. Plus, we still have Alter Ego. We don't have to give in to despair just yet. She's right. We have to plan ahead and think about the future. You got it! Yeah, yeah. Think happy thoughts. Not deathy thoughts. You know? Oh, sie ist so schön positiv. Ich mag das so. When we gonna get out of here, right? We're serious. When this is all over, think I wanna get reborn for serious. Reborn as someone serious. Oh, mein Finger riecht schon wieder so komisch. Hey, are you okay? That Ina, sounds like... riechst du das auch, mein Finger? No! Ja, riech Nein, mal mein lass Finger. Das. Wonach riecht der? Ich will daran nicht Nach meiner Scheiße. Das macht er jetzt irgendwann bei jedem einmal. That sounds like something someone who's about to die would say. I'm totally okay. I'm not gonna die. Why? Cause there aren't gonna be any more murders. Ja gut. Am Ende sind halt auch nur noch die Leute, über die halt keinen Mord begehen würden. Außer sie werden doch noch dazu gedrängt von Monokuma. Und der 16th immer, Student. Ne? Ja gut. Wir haben ja sowieso noch einen Massenmörder hier unter uns eigentlich. Huh? What makes you so sure? According to the spirits... I predicted this last night. Since it revealed itself to me from the ether, there's no doubt about it. Das heißt, wir haben eine Chance von einem Fünftel, dass niemand mehr ermordet wird. Boah. Was ich nehm's. Geil. 20% Chance. Ich muss dazu aber auch sagen, ich könnte mir vorstellen, dass er sich das jetzt von Celeste abgeguckt hat, dass er jetzt... Leute anlügen möchte, ich frage um positiv mich, die Leute zu beeinflussen. Wäre die Chance, dass jemand noch einen Mord begeht, jetzt niedriger? Als vorher oder höher? Als bevor er das, bevor er diese Voraussage gemacht hat? Ich glaube, da tut sich nicht viel. Weil ich meine, die Chance, dass jemand einen Mord begeht, bei der Gruppe, die wir jetzt haben, ist schon relativ gering. Aber seine Voraussage trifft ja nur zu 20% zu. Das heißt, die Chance, dass jemand einen Mord begeht, ist laut seiner Trefferquote ja ziemlich hoch. 20% der Fälle hat er recht? Oder? Er kann ja nicht im... Ja, das heißt, jedes fünfte Mal hat er scheinbar recht. Und er hatte ja gerade erst recht damit, dass ihr beiden die gleiche Frau schwängert. Ja, das ist dann ziemlich unwahrscheinlich. Was? Oh Gott. Was? Er hat ja doch die Prediction However. Gemacht. Ja. Die war ja schon richtig. Beziehungsweise wir... Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht, aber... How accurate is your fortune telling anyway? How about that? Ich spoiler mal, die Frau ist Sakura. Oh Gott. Keine Ahnung, nein. I can usually hit 20 or 30% on a good day. Also seine Erfolgsrate ist zu 30% aufgestiegen. Ja, an einem guten Tag, sagt er. Vielleicht war gestern ein richtig schlechter Tag. That seems really low. Ich weiß, das ist so dumm, ne? 20% der Fälle, die er voraussagt, treffen so ein. Und damit ist er der Ultimate Wahrsager. Ja, er ist. Was ich da auch schon gesagt habe bei dem Beispiel von Wahlen. Wenn du einfach nichts voraussiehst, sondern einfach stumpf rätst, ist die Chance, dass du mit deiner Voraussage richtig liegst, 50%, ja, weil es nur zwei Fälle gibt quasi, ja, wie die Wahl ausgeht. Ja. Also wieso solltest du ihn befragen, der dir dann was ausspuckt, was eine niedrige Wahrscheinlichkeit hat zu stimmen, als es sowieso von sich aus ist? Das heißt, du könntest ja ihn befragen, wie geht die Wahl aus? Und dann hast du ja eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Gegenteil eintrifft. Und ich du verlässt mal, dich dann auf das Gegenteil. Ich denke mal, dass das ein Durchschnittswert sein soll. Ja, ist trotzdem dumm. Well, yeah, it's not like it's ESP or whatever. Of course I'm only gonna get it right sometimes. Ja, weil du nur dumm rumrätst und keine Begabung hast. The occult is bullcrap. Was? Was? Hat er gerade gesagt? Das Okkulte ist Bullshit, ja. I told you my fortune-telling isn't some occult thing. So, fortune-telling isn't occult?
You got it all wrong. Of course not. Clairvoyance is clairvoyance. Don't put it in the same category as cattle mutilation. Huh? Cattle what? So... He's referring to the urban legend where aliens abduct cows and dissect them as part of their research. Actually... No! You're calling it an urban legend? As a matter of fact, it's true! As a matter of fact, it's happened to me! Da ist dieses a matter of fact wieder... Ja, ist halt so ein Verschwörungstheoretiker. It all happened one day when I went to get a hamburger. It was a place I'd never been before. They claimed their patties were 100% all beef. Was ist daran so besonders? Keine Ahnung. So I got a burger to go and headed home. Vielleicht ist da keine Geschmacksverstärker und künstlichen Aromen oder sonst was da reingeballert wurden? Ja, keine Konservierungsmittel? Dass es nicht mit Schwein gemischt ist. Okay. But... And before long... The end is nigh! The sky was filled with a mysterious blinding light! So a crazy beam came out of nowhere and locked onto my hamburger! Sein Hamburger ist geklaut worden! Oh nein! And as soon as the beam touched it, the burger started floating in midair. Da hat wahrscheinlich einfach nur jemand an dem Burger so einen Faden befestigt. Ich glaube, da haben seine Drogen reingekickt. Ja, oder das. And then, still floating there, the entire burger started coming apart. One part of it just vanished, while the rest fell back into my hand. Do you realize what that means? Das heißt, ist gestolpert. It means the burger wasn't 100% beef. It must have had some pork or something mixed in. What? Something like 70% pork and 30% beef would be my guess. You can't trick me. So I stormed back into the burger place and got up in the manager's grill. And they totally admitted it. It wasn't 100% beef. They totally mixed in ground pork with it. How about that? Now do you see? That is cattle mutilation. I kinda got lost halfway through. Ja, was hat das jetzt mit Wahrsagen zu tun? Nicht viel. I can't tell if you're for the you're cold or against it. You stink of stupidity. Boah, ist jetzt aber nicht. Don't be mean. I stink of... How dare you? Well, you do stink, though. That's aber nicht fine. So schlimm wie Toko. Aber er sagt, das ist in Ordnung, that's fine. That's fine? Anyway, I hope your prediction turns out to be true. Yeah, that's fine. Toko stinkt ja auch, also. Warum soll ich mir dann noch Mühe geben? Well, at the very least, I won't murder anyone. Dazu bin ich gar nicht in der Lage. Me either. I mean, I would never. Of course. Me either. Indeed. Nor I. That goes for me too, of course. I could never kill any of my friends. Ja, da gibt's aber noch Bakula und, Ha? Da ist Makoto jetzt aber sehr verdächtig. Die haben alle was geredet von wegen, ich könnte niemals jemanden umbringen. Und er ich könnte sagt jetzt explizit, umbringen. Ich könnte niemals meine Freunde umbringen. Ja, und es gibt noch Bakula und Toko. Ja, und das sind nicht unsere Freunde. Nee. I felt like those words of encouragement were helping us come together as one. Nee, ihr seid ja nicht alle Teil zusammen des gerade. Schiffs, Teil der Crew. After so much sacrifice and hardship, we'd finally become united. But... Well... To be honest, I wish Bakula and Toko were here for this too. Ja, die würden sagen, also ich habe ja gar kein Problem damit, jemanden umzubringen. Ja. But... Ich habe schon ganz viele umgebracht. Ja. They're so hard to deal with. They only think about themselves. Yeah, we're better off without him, I say. Lasst uns sie umbringen. Den Gedanken hatte ich auch gerade. Haben wir nicht gerade gesagt, wir wollen niemanden umbringen? That was enough to prove.
We were united for the time being, but within that bond hid weakness and fragility. Ah, Bakula ist irgendwo schon ein Weak Point, aber irgendwo, also der war ja jetzt im Class Trial sehr nützlich. Ja. Der hat mit das ihn, vorangetrieben sehr stark. Für ihn ist ja auch der Thrill, das zu lösen. Er ist ja, ist er voll in seinem Element. Ja. Genauso wie Kyoko irgendwie. Chapter 4. All-Star Apologies. Oh. Wer war das da links? Meinst du direkt neben Hina, oder? Ja. Das sollte wahrscheinlich Alter Ego sein. Hab ich jetzt so erkannt. We began our search as soon as we'd finished our breakfast in the dining hall. Ich hab halt sie noch nie von der Seite gesehen oder ihn. Ja. We had to find out what had opened up, what was waiting for us. So. Und an dieser Stelle sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.